Herzlich willkommen zum Wintersemester und damit auch zu einem neuen Kurs Mensch-Tier-Beziehungen. Wir freuen uns sehr, dass ihr euch das Video anschaut und hoffen, dass wir euch für diesen Kurs gewinnen können. Damit ihr wisst, mit wem ihr euch dann die nächsten Wochen beschäftigt, stellen wir uns einmal kurz vor und Theresa macht den Anfang. Ja, hallo, vielen Dank. Ich bin Theresa Busse, arbeite am Lehrstuhl für Didaktik und Bildungsforschung im Gesundheitswesen als wissenschaftliche Mitarbeiterin, komme auch aus dem Bereich der Gesundheitswissenschaft, Gesundheitsmanagement und hatte schon letztes Semester viel Spaß in dem Kurs, mich mit euch darüber auszutauschen, ja, wie das Verhältnis zwischen Menschen und Tieren so gestaltet ist, wie wir es verbessern können. Und ja, würde mich freuen, wenn dieses Semester wieder viele Leute dabei sind und gebe weiter an Tonja. Hallo, mein Name ist Tanja Kochanek. Ich bin auch am Lehrstuhl für Didaktik und Bildungsforschung im Gesundheitswesen als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Komme ursprünglich aus dem Bereich der Informatik und Psychologie und hatte auch letztes Semester ganz viel Spaß dabei, mich mit den Studierenden auszutauschen und freue mich auf viele weitere neue Themen und tollen Input. Und gebe weiter an Julia. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Julia Nietzsche. Ich bin ebenfalls wissenschaftliche Mitarbeiterin am ebenso genannten Lehrstuhl und bin Wirtschaftspsychologin und habe letztes Jahr auch den Kurs mitgestaltet, vor allem aus der persönlichen Intention heraus, weil wir bei uns im Haus mittlerweile einen kleinen Hund haben. Und bevor wir den Hund zu uns geholt haben, sozusagen adoptiert haben, haben wir uns ganz lange mit der Frage beschäftigt, ist es überhaupt jetzt noch vertretbar, ein Tier mit in den Haushalt zu holen oder nicht? Und wir haben uns dazu entschieden und ich freue mich aber sowohl im letzten Semester als auch im neuen Semester, diese Frage ethisch zu reflektieren. Genau, mein Name ist Michaela Zupanik. Ich vertrete die interprofessionelle und kollaborative Didaktik. Ich bin gelernte Psychologin und ja, im letzten Semester habe ich sehr viel dazugelernt und hatte sehr viel Spaß. Vor allen Dingen konnten auch psychologische Themen berücksichtigt werden, eben mit den Emotionen bei den Tieren oder auch deren Job als Therapietiere. Das hatte mich besonders interessiert. Genau. Ich bin Jan Ehlers, ich bin Tierarzt eigentlich und bin ja irgendwann fahrenpflichtig geworden und habe quasi dann in die Humanmedizin gewechselt und bin seit langen Jahren jetzt in Witten. Und durch diesen Kurs kann ich mal wieder Tierarzt sein und kann all das, was mir sonst fehlt, nämlich Auseinandersetzung mit Tierethik, mit Tierhaltung und Ähnlichem, mit euch in diesem Kurs ausleben. Und ich freue mich, dass wir den jetzt zum zweiten Mal starten und nicht doppeln, sondern hoffentlich mit neuen Themen dabei sind. Und wie das genau funktioniert, erzählen wir jetzt, Theresa. Genau. Ich gebe erstmal an Julia ab, tatsächlich. Ja, vielen Dank. Mensch-Tier-Beziehung, der Titel und ihr seht unten nochmal aufgeführt, wie wir heißen, falls ihr euch die Namen nicht so schnell merken konntet. Und gefühlt sitze ich da mit unserem Hund Rocco. So sitzen wir nämlich ganz oft hier auf der Fensterbank und gucken raus. Haben natürlich nicht so eine schöne Aussicht, aber etwas, was uns irgendwie in vielen Bereichen betrifft, also wie habe ich die Beziehung zu meinem Tier oder vielleicht auch generell zu Tieren auf unterschiedlichsten Ebenen. Ein spannender Kurs und was eigentlich so die Ziele sind, das erzählt euch Tonja jetzt. Okay, ja, genau. Also die Ziele des Kurses sind, sorry, ich war gerade kurz ist einmal die Auseinandersetzung mit dem Verhältnis zwischen Menschen und Tieren aus ethischer, ökologischer und medizinischer Perspektive. Haben wir ja gerade schon ganz kurz festgestellt, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, an das Thema heranzugehen. Michaela hat kurz beleuchtet, dass es eben aus psychologischer Sicht auch geht. Dann hat gesagt, dass er mal wieder Tierarzt sein konnte. Genau, wir haben auch letztes Semester schon ganz viel über Klima und was eben die Konsequenzen von Tierhaltung aufs Klima gesprochen. Und da gibt es ganz viele Herangehensweisen. Genau, dabei orientieren wir uns eben an euren Wünschen und Vorschlägen. Das heißt, ihr könnt euch gerne mit einbringen. Das ist explizit erwünscht. Und dann eben auch in eine konstruktive Diskussion miteinander gehen. Und dabei wollen wir eben verschiedene Perspektiven mit berücksichtigen und schauen, dass wir da irgendwie für uns eben auch neue Sichtweisen entdecken und was dazulernen.
Genau, dann gebe ich weiter an Theresa. Ja, danke schön. Wir treffen uns auch dieses Semester wieder in Zoom. Hierbei haben wir jetzt die neue Verpflichtung, dass ihr eure Kamera einschalten müsst, einfach um die Diskussion ein bisschen mehr anzuregen. Das ja, machen wir daher verpflichtend in diesem Semester. Ihr könnt 2 ECTS erhalten oder eben einen Leistungsnachweis bei maximal 2 Fehlterminen. Genau, und wir arbeiten hier in kleinen Gruppen. Und dabei stellt ihr dann immer Themenkomplexe in einer Sitzung des Seminars vor. Also ihr habt einen Input von ungefähr 90 Minuten. Also das muss aber nicht reine Redezeit sein, sondern da ist eben auch die Diskussion am Ende mit drin. Und entscheidend ist bei uns auch eine wissenschaftliche Arbeitsweise, also dass man eben auch schaut, was für Studien gibt es dazu. Genau, und dass ihr das dann einmal in der kleinen Gruppe aufbereitet. Dabei werdet ihr aber auch durch uns als Dozierende unterstützt. Also jeder von uns ist für die Betreuung von verschiedenen Gruppen zuständig. Und wenn ihr Rückfragen habt oder so, dann könnt ihr das immer gern mit uns klären. Genau, zu den Themen erzählt Michaela jetzt noch was. Jetzt kommen wir endlich zum Spannenden, nämlich zu dem Inhalt. Was sind denn mögliche Themen? Wir haben aus dem letzten Semester mal 12 Themen dargestellt hier auf der Folie, die eben sozusagen übrig geblieben sind, weil wir einfach nicht dazu gekommen sind. Nicht, dass die Themen uninteressant sind. Es geht ja von Schlachtung, Stierkampf, es geht um Zirkustiere, es kann um Gnadenhöfe gehen, es kann um sehr vieles gehen. Es kann auch um die Frage gehen, wie die Ziege diesen Jungen dressiert hat, dass er sie auf den Arm nimmt. Es ist wirklich, wir sind offen für Vorschläge, für tolle neue Themen, die wir in diesem Semester lernen und gemeinsam reflektieren können. Ja, wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Das ist ein Kurs, der natürlich Arbeit bedeutet, da ihr eigene Sitzung vorbereiten müsst, da ihr tatsächlich in die Fakten eindringen müsst, um eure Meinung auch belegen zu können. Das ist aber auch ein Kurs, wo wir eine unheimlich gute Erfahrung gemacht haben, was viel Freude bereitet, wo wir viel miteinander diskutiert haben und ich glaube, alle miteinander unheimlich viel gelernt haben im letzten Semester und genau das werden wir auch in diesem Semester wieder schaffen. Wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid und diesen Kurs wählt.